Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen zur nächsten Folge von Vampire the Masquerade. Die Folge 28 schreiben wir bzw. recorden wir heute und versuchen diesmal Progress zu machen. Die letzten Male waren so ein bisschen schleppend, aber der liebe Wolf hat uns so ein bisschen in den Arsch getreten, damit wir wissen, wie es weitergeht. Und jetzt stehen wir vor einem komischen, aber interessanten Telefonat, welches uns bevorsteht. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich bin gespannt. Wir kommen aber weiter. Und das ist hauptsächlich das Wichtigste. Und wichtig ist jetzt, dass wir weitermachen. Ich wiederhole mich, ich bin verpeilt. Ich hab meinen Text vergessen. Let's fucking do this. Ey, schlimm. Schlimm, richtig schlimm wieder. Und diesmal, nee, Wolf, du hast mich nicht abgelenkt diesmal. Diesmal habe ich mich selber abgelenkt. Diesmal habe ich es einfach nicht hinbekommen. Wolf weiß es abzulenken. Ja, er war ja nicht mal schuld. Ich habe das gut ausblenden können. Gut, ich habe so einen kleinen Brain Freeze gehabt, gebe ich zu. Aber egal. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich heute ein bisschen verpeilt bin, ein bisschen langsam im Kopf. Dementsprechend ist das mir zu verzeihen. Ja, ich weiß, wir sollen jetzt da rangehen. Aber ich lasse ihn ein bisschen warten, damit wir ein bisschen wichtig wirken. Leute, die ein bisschen warten, erstmal klingeln lassen und nicht sofort ans Telefon rangehen, die wirken einfach wichtiger. So, jetzt gehen wir ran. Edgraut, ich weiß gar nicht, was du meinst. Sternchen, Hüste, Sternchen, Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Was war denn das? Ist er so ein bisschen hingehüpft? Keine Ahnung. So. Und los. Ja. Do you have Prince Albert in the can? Well, better let him go, boss. You done real well bringing our boy back home. I got your info, hero. Nochmal, ja. The same information I gave your prince, I also traded to the Giovanni for a bit of juicy gossip. You both had an equal opportunity to take it. They just had a bit more initiative. Gut, ein bisschen lauter könnte es sein, deswegen gebe ich jetzt einfach mal dieses Fragezeichen. Bitte was? If you're going to play jihad, you need to do your homework. Knowledge is power and power has a price. But seeing as how I've already got what I want from them, I'll give you a freebie. Was sind denn die Giovanni? Oh, jetzt kommen wir zum Giovannis Anwesen. Endlich, die Aufgabe von Pisha können wir erledigen. Nice. Leichen. Okay. Gummibärchen. Verraten Sie mir die tiefsten Geheimnisse über die Giovanni. Wieder Aleister Crowley? Nein, kein Charakter von Supernatural, wie ich es letztes Mal gedacht hatte. Wo wachsen Giovanni? Wo wachsen? Ach, so viel Erfahrung. Nice. Heute Nacht bin ich ein Giovanni. Ich muss an der Party teilnehmen. Klingt wie eine Mutprobe. Das nehme ich an, wenn schon. Ja, da lachst du. Ach, jetzt bist du auf jeden Fall lauter. Ich sah es auch. Und wieder nicht. Wir reden, glaube ich, gerade mit dem Nosferatu-Chef, oder? Er hat doch die gleiche Stimme gehabt. Jetzt weiß ich, dass ich im Schlaf nicht flüstern sollte. Ich bin fort. Vielleicht besuche ich sie, vielleicht auch nicht. Ich lege jetzt auf. Komischer Typ. No.
Boah, Samuel, passen Sie doch mal auf. Ja. Gut, hatte ich's doch gedacht. Okay. Gehen wir nochmal die Quest durch. Santa Monica, check. Los Angeles. Gary hat sie informiert, dass der Sarkophag im Anwesen der Giovanni ist. Er hat ihnen sogar eine Karte gezeichnet. Wie süß! Okay, das war strange. Sie haben für Pisha den Götzen aus dem Museum geholt. Okay, sie müssen noch das Buch in dem Anwesen Giovanni finden. Ja. Yep. Gary tauscht ein Poster von Jeanette Verman gegen ein Band mit dem alten... Ja, das haben wir gemacht. Müssen wir nochmal... Jetzt können wir zum Zuflucht gehen und die Image checken. Genau. Da haben wir das Problem mit dem... Das wird wahrscheinlich drin bleiben. Wenn ich es nicht hinbekomme, das zu fixen über Konsole, dann weiß ich auch nicht, dann kann man nichts machen. Chinatown. Gary hat sie darüber informiert, dass er Sarkophag im Asien. Ja. Sie haben sich den Stammgast vorgenommen, weil er sie dabei erwischt hat, wie sie für Mr. Ox in Talisman. Okay, Chinatown. Chinatown, Sachen abgeben? Oh, wir sind in Chinatown, zufälligerweise. Nee, ehrlich, ich dachte jetzt gerade, wir wären woanders. Hier müssen wir. White Cloud zu Mr. Ox. Hoppala. Guten Abend. You are always welcome here. Eyeballs. Bauerngeschäfte. Did the seed take root? Ihre Wurzeln schlugen aus und würgten mich. Das findet er wieder witzig. Der Alte. That is assuredly bad luck for him. The cost to my customer was quite high. They will be pleased to hear this. As before, accept this with my gratitude. Sonst noch Arbeit? You are a motto employee. Ja, das höre ich öfters. Perhaps you can work for me again someday. Until then, keep up the excellent job. And if you ever meet someone on the six paths with a Mr. Rodix ist auch bis heute noch eines der großen Mysterien, was er ist. Was er ist? Ein Asiate. Sieht man doch. Mensch, Wolf. Ein Asiate mit zwei verschiedenen Augenfarben. Angestellter des Monats, sieh dir das an, Papa. Nee, aber denkst du, der gehört einem Clan an? Ich glaube nicht, oder? Das ist einfach nur ein Asiate mit zwei verschiedenen Augenfarben. Nichts Besonderes. Und Platten, ein Mensch ist Hörnchen. Ja definitiv nicht so viel, ist sicher. Okay. Was wollte ich sagen? Speicher mal und greif ihn mal an. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Okay. Bin ich mal gespannt. Wo du mich jetzt schon wieder reinreiten tust. Aha! Ja, definitiv ein Asiate. Ist er weg? Okay. Da waren wieder diese Blitze. Das ist kein Menschenverhalten. Nee. Bist du dir da sicher? Machen das nicht. Ist das nicht normal? Oh, dann sollte ich mir Gedanken machen. Aber was wollte ich sagen? Irgendwie... Weiß nicht, lag es an diesem platten Tierchen da, was man gesehen hatte? Oder die komischen Augenfarben? Oder der Asiate? Ein Asiate aufgrund von was? No. Ein die Frisur, den gewissen Teint, man erkennt es auch an der Haut, die haben feine, glatte Haut, aber, wie heißt es?
gängigste Theorie, der ich auch folge, ist ein Dämon. Und vermutlich ein Höherer bei seinem ganzen Gerede von der Hölle und Seelen etc. Ah, okay. Und die Größe. Fakt ist, Asiaten sind ein bisschen kleiner. Gibt ganz selten große Asiaten. Filipinos sind ja, also quasi meine Nationalität, so eine Mischung aus Asiatisch und Spanisch Abstammung. Da sind dann schon auch teilweise auch schon große Filipinos zu Gesicht zu bekommen. Aber generell. Nein, worauf wollte ich hinaus? Ich musste an Odin gerade denken. Gestern, als ich ja dann ins Bett gegangen bin, gehe ich ja dann immer noch in den Garten, meine zu rauchen. Einige bringen ihn auch in Verbindung mit zwei Wächtern der chinesischen Unterwelt, Oxhead und Horse. Face. Die Pause dazwischen. Horse. Face. Ah, okay. Mit den zwei Wächtern. Ja, das könnte vielleicht dann, auch erklären, warum die, ja, da hat Kraut recht. Das könnte erklären, warum er zwei verschiedene Augenfarben hatte. Könnte ja vielleicht in Verbindung gesetzt werden. Ja, wie gesagt, heute ist nicht so reden mein bestes Talent. Also, Odin, wir wollten rausgehen. Wir sind auch rausgegangen. Und plötzlich rennt er weg. Und ich musste erstmal einen Schlüssel vom Gartentor holen, damit ich dann quasi rausgehen konnte. Ich hätte auch außenrum, aber ich wollte halt den direkten Weg. Weil Odin hat Beef mit einer anderen Katze angefangen. Es ist nichts passiert. Sie haben keine Schlägerei. Heute? Ja, nur heute. Ist nichts passiert. Er hat der anderen Katze keine gewatscht. Ich glaube, er hätte er mir eine gewatscht, als ich ihn dann irgendwann mal bei einem Stare-Contest ihn dann quasi auf den Arm genommen habe und gesagt hat, so, jetzt reicht's mit der Provokation hier. Bevor wir hier noch Beschwerde wegen Belästigung öffentlicher Ruhe bekommen. Oder er sich belästigt fühlt. Also die Katze, ich weiß nicht, männlich oder weiblich. Es war auch nicht die taube Katze, dafür waren sie viel zu konzentriert. Ja, dann wollten wir Odin eine watschen, quasi, und hat auch gefaucht im Sinne von so, jetzt lass mich doch mal ein bisschen rumstressen. Das war ganz neu. So kenne ich Odin nicht. Und jetzt sitzt er wieder ganz brav. Okay, ich nehme es zurück. Er ist schon wieder am Fenster. Die andere Katze ist wieder da. Ja, ist immer hin und her. Oh mein Gott. Meine Nachbarin sagt, das ist die wahre Natur der Katze. Und das ist auch ganz gut, dass das mal zum Vorschein kommt. Was wollte ich jetzt machen? Quest abgeben. Ah, und ich würde mir meine Punkte anschauen. 7 Punkte ist noch nicht so viel. Recherche 9. Können wir jetzt das Buch lesen oder nicht? Ach so. Katzen sind nicht vorhersehbar. Eben. Die haben ihren eigenen Kopf. Das ist. Aber ich finde es spannend. Ich finde die Charakterzüge einer Katze viel spannender als beim Hund. Muss ich ehrlich sagen. Katzen haben so ein eigenes Leben. Da muss man halt wirklich damit klarkommen. Wenn sie mal keinen Bock haben, dann haben sie einfach mal keinen Bock. Sie brauchen die Fähigkeit Nahkampf von mindestens 4, um den Gegenstand zu benutzen. Nahkampf. 4. Nahkampf. Nahkampf. Da, Nahkampf. Ja, können wir. Ein Punkt mehr. Dann können wir es jetzt lesen. Offizielle Tipps: richtig zuschlagen, nicht schlucken. Erstickungsgefahr. Okay. Strategie. Führer. Mit den ganzen geheimsten Tipps und Tricks für richtig zuschlagen, nicht schlucken, Erstickungsgefahr. Im allerersten Kampfspiel von Fashion Impressors, Hiram Oseros, Ausrufezeichen, mit Straßen, Lang und Hip-Hop-Feeling, Slang, nicht, oh Gott, erhöht ihre Fähigkeiten Nahkampf. Gott, das zu lesen war so anstrengend. Heute ist nicht
Nicht der Tag zum Lesen. Dieses Medaillon ist alt und leicht angelaufen. Vielleicht bilden sie sich das nur ein, aber es scheint eine natürliche Wärme auszustrahlen, die ihre Finger flinker macht. Ihr Wert für Sicherheit erhöht sich um 1, wenn sie es tragen. Wann habe ich das bekommen? Ich bekomme hier immer Sachen und bemerke es gar nicht. Ist ja gut, dass ich sowas bekomme. Okay, interessant. Untragbar. Ah, jetzt, okay. Gut. Dann gehen wir jetzt zum Zuflucht nochmal. Gehen wir nach Santa Monica nochmal. Schauen uns einen Briefkasten an. Need a ride? Ja, sie dürfen mich fahren. Ausnahmsweise, weil sie es sind. Wie war euer Tag so, euer Samstag? Habt ihr gut euch erholen können? Gab's irgendwas Besonderes heute? Mittwoch irgendwie? Es war zwar mal wieder schön Wetter. War trotzdem ein bisschen kühl und jetzt ab nächste Woche soll es ja hier, zumindest bei uns, oder ich denke mal doch schon in ganz Deutschland, 2 Wochen lang eine Hitzewelle geben. War nicht ganz gut. Kann ich mal den Pool nutzen von den Nachbarn, ich muss auf den Pool aufpassen, während sie im Urlaub sind. Und habe die Erlaubnis bekommen, auch den Pool nutzen zu dürfen. Ganz cool. Aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht doch ein bisschen zu schüchtern wäre. Ich finde es unangenehm, Sachen von anderen zu nutzen. Das ist doch hier. Wir haben immer noch nichts bekommen. Ist es vielleicht im Falschen? Hier regnet es seit Tagen. Wie die Vorhersage ist, weiß ich gar nicht. Oh Mann, das ist elendig, wenn es regnet. Warte mal, ich glaube, das ist... Wir haben, glaube ich, das falsche Apartment gewählt, um es da reinzumachen. Eine neue Nachricht. Warum schüchtern? Wie meinst? Ach so. Ja, ich weiß nicht. Ich wurde so erzogen, dass, wenn man zum Beispiel zu Besuch ist, dann... Keine Ahnung. Ich kann nicht, auch wenn man es mir anbietet, dann verzichte ich eher drauf. Und das Gleiche hat sich dann so in meinem Leben durchgezogen, dass ich ungern nach etwas frage. Zum Beispiel jetzt, ich habe ja momentan jetzt gerade keine Waschmaschine. Die müsste jetzt nächsten Samstag jetzt endlich mal, seit langem mal kommen. Und natürlich muss ich meine Wäsche waschen. Natürlich habe ich dann auch gefragt, ob ich dann auch deren Waschmaschine vielleicht ein, zwei Mal benutzen könnte. Das war mir mega unangenehm. Auch wenn es das Normalste auf der Welt ist. Ich habe mich ja dann in Form eines Obstkorbs dann trotzdem bei denen nochmal bedankt und die fanden es ein bisschen übertrieben, halt so übertrieben im humorvollen Sinne. Gleichfalls haben sie mir auch ein Sixer Radler geschenkt, weil sie während ich in Island war oder während ich in Ingolstadt war, beruflich haben sie, glaube ich, ein, zweimal meine Mülltonne benutzt, weil deren Mülltonne zu voll war. Ist ja auch kein Problem, würde ich niemals was sagen. Können sie ruhig nutzen. Ich habe denen ja auch angeboten, solange ich nicht da bin und deren Dusche war ja kaputt. Da kam kein warmes Wasser, habe ich gesagt. Aber bei mir schon, weil wir getrennte Wasserleitungen haben, habe ich denen auch angeboten. Hey, während ich nicht da bin, nutzt meine Wohnung, geht ruhig duschen, das macht mir nichts. Wirklich. Aber andersrum, ich will nicht so viel nehmen. Das ist ganz, ganz komisch. Das hat sich durch mein ganzes Leben so gezogen. Also lieber verzichte ich drauf, anstatt zu fragen oder zu bitten, könnte ich hier, da und da oder irgendwie sowas. Mag ich nicht. Ein Freund, Vorsicht vor den schwarzen Königin. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Vorsicht vor der schwarzen Königin. Wer ist die schwarze Königin? Haben wir bisher noch nicht gesehen, oder? Nope, ich glaube nicht. Dann gehen wir mal zu unserem anderen Apartment. Könnte ja natürlich sein, dass wir hier nichts mehr abgeben müssen. Na gut, dann muss ich überlegen. Ich glaube, das Spiel
traced nicht den, wo höchstwahrscheinlich die neue Unterkunft ist. Wir haben ja letztens hier mit dem Wolfsblut, das haben wir hier abgegeben und das hat funktioniert. Ich glaube aber, das hat auch nur funktioniert, weil die Quest so aufgebaut war, dass die Quest, wenn man die erledigt, und man geht ja nach dem roten Faden und nicht querbeet, wie ich es gemacht habe, sondern wenn man straight so spielt, wie die Quest es hergibt, dann hätte man nur dieses Apartment gehabt zu dem Zeitpunkt. Dadurch, dass ich jetzt die Hotel Tap Videokassette dort abgegeben habe und das nicht gefunkt hat, liegt wohl daran, weil die Hotel Tap Quest schon in dem Zeitraum ist, wo man dann schon das zweite Apartment schon freigeschalten hat. Also greift das schon gar nicht mehr. Und das Spiel scannt, glaube ich, nicht beide Apartments, sondern quasi nur den aktuellen levelbasierten Apartment. Würde ich jetzt sagen. Wäre jetzt so meine Erklärung. Weil die liegt ja schon seit Ewigkeiten. Die hat ja schon fast Füße, sind ja darin gewachsen. Moos und so. Der hätte ja schon längst irgendwie die Belohnung drin sein sollen. Jetzt machen wir es mal bei einem anderen. Ja, Regen ist nicht so gut. Wohl, Regen ist schön, aber den ganzen Tag Regen. Für mich ist es sowieso vom Nachteil, wenn es regnet. Dann ist ja alles verloren, wenn es hier regnet. Kein Bier. Hier gibt es kein Bier. Lassen Sie uns hier weg. Schrecklich, kein Bier. Downtown. Kein Bier. Immerhin ist sie noch nicht von Alai zu Gary gelaufen. D. Ja. Da hast du recht. Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang, oder? Oh, bitte nicht. Bitte nicht schon wieder die Verwirrtheit, dass ich nicht weiß, wohin. Ich dann glaub da lang. Wir können mal. Ja. Kohle brauche ich eigentlich schon gar nicht mehr holen. Wir sind einfach richtig rich. Bin nicht so traurig über den Regen. Dann ist's wenigstens nicht so heiß. Ich liebe Hitze. Ich liebe es einfach. Wir holen trotzdem das Geld. Lovely evening. Lovely evening. Ich liebe Hitze. Ich mag es auch zu schwitzen. Deswegen werde ich mir auch irgendwann mal aus dem einen freien Zimmer eine Indoor-Sauna reinbauen. Jo, die Ketten gehen ja mal richtig ab heute. Die sind ja richtig on fire. Verrückt. Money, right? Been a while. Your money's been piling up. Here, that should provide for an interesting evening. Wow, 750. Okay. Hashtag Partyketten. Ja, Partyketten. Dein Segen ist mir immer willkommen, Göttin. Ja, so eine Indoor-Sauna habe ich mir halt vorgestellt. Ob ich die tatsächlich, also, das wird ja irgendwann mal sein. Nicht dieses, vor allem nicht dieses Jahr. Auch nicht nächstes Jahr. Wahrscheinlich auch nicht übernächstes Jahr. Sondern irgendwann mal. Weil ich glaube, wenn ich sie jetzt für viel Geld einbauen lasse, bin ich mir sicher, werde ich sie gut wie nie nutzen. Das wäre nur Geldverschwendung. Ich hasse Hitze und liebe Regen. Bitte. Du siehst es auch so? Ja, ja, der sieht es natürlich auch so. Du hast eine Sauna. Und? Kannst du empfehlen? So eine Indoor-Sauna einbauen lassen? Da ist unser Apartment. Nice. Ja, dann werde ich das tun. Irgendwann, wie gesagt. Noch ist keine Eile. Noch muss ich erstmal einen Kleiderschrank bauen. Weil momentan in dem Raum, wo die Sauna dann rein soll, noch mein Kleiderschrank drin ist. Und im Schlafzimmer, theoretisch, wollte ich ja den Kleiderschrank im Schlafzimmer haben wollen. Geht aber nicht, weil Dachschrägen. Richtig großes Schlafzimmer habe ich. Wie viel Quadratmeter? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall recht groß. Aber nicht tauglich für Schränke. Wegen Dachschrägen. Und da will ich jetzt dann was reinbauen, quasi integriert in den Dachschrägen, damit es auch einen Nutzen hat, diese Ecke.
Und dann könnte der normale Kleiderschrank eigentlich weg. Keine Ahnung. Ich habe jetzt schon keine Lust, das auseinanderzubauen, weil der halt schon riesengroß ist, der Kleiderschrank. Aber wenn der weg ist, dann ist der Raum quasi frei. Und dann kommt da wahrscheinlich die Sauna. Anderes Zimmer wird dann das Fitnessraum, hatte ich ja mal gesagt. Und den dritten Raum, was ja eigentlich als Meditationsraum, come on, als würde ich sowas machen. Klar wäre es verrückt, so ein Raum, du kommst rein und da ist einfach nur Sand und in der Mitte ein Sofa und eine richtig geile Beleuchtung. Aber ganz ehrlich, es braucht kein Mensch. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht ab Januar vielleicht das Zimmer untervermiete. Ein paar Monate habe ich ja noch Zeit, das ganze Haus noch einzurichten, damit es auch nach was aussieht. Allein schon die Gemeinschaftsräume, Wohnzimmer, Küche und so sollten auf jeden Fall gut ausgerüstet sein. Ich bin da noch gemischte Gefühle. Ich habe eigentlich schlechte Erfahrungen mit WGs, aber bevor das Zimmer dann einfach komplett ewig leer rumsteht und keinen Nutzen hat, versuche ich lieber gewinnbringend da was rauszuholen und vermiete es unter. Und dadurch, dass ich nicht finanziell abhängig bin von dem Raum, also von einem Untermieter, kann ich mir eigentlich in Ruhe dann jemanden aussuchen, wo es passt, meiner Meinung nach. Weil wenn dann wieder so eine Erfahrung, dann halt mit jemandem, wo es halt dann auch wirklich passt, wo die Harmonie stimmt und ja. Aber wie gesagt, Januar erstmal mit den Vermietern auch schon gequatscht, beziehungsweise die haben es mir angeboten, dass wenn ich Bock habe, dann kann ich auch ein Zimmer vermieten, untervermieten. Gucken wir mal. Die Beine sind so dry. I'm a desert rose. I want your storm. I need your rain. Just a few drops. Make me blossom. Ja, komm. Komm mit mir, Bro. Bra. Was ist die weibliche Form von Bro? Ist es Bra? Keine Ahnung. Hör ich da Donnergroll in meine Rose? Thank you. Donnergrollen. Amazing. I feel so much better. Like I'm the most important person in the world. Next to you, of course. Das nennt man Hi-Gefühl. Ah, du bist so süß, wenn du solch Unsinn redest. Bist dann Schmusetiger. Schmusetier. Schmusetiger würde auch passen. Haben wir sonst noch irgendwas hier zu machen? Bruder? Nee, alles gelesen. Ja, vorhin hatte ich irgendwie spontan Lust auf ein anderes Spiel. Warframe, um genau zu sein. Hatte ich ja mal öfters mal drüber geredet. Da mal wieder reinzuschauen. Und dann ist mir aufgefallen. Oder was heißt mir aufgefallen? Es war ja sichtlich zu sehen, dass ich 35 GB erstmal runterladen musste. Bei der Internetverbindung hier. Gut, ich hatte eigentlich an sich eine gute Leitung. Habe ich mich trotzdem gegen entschieden, weil wahrscheinlich wäre es dann erst so gegen 12 dann gewesen, wenn ich dann durchgestartet hätte. Und dadurch, dass ich schon ewig lang nicht mehr gespielt habe, weiß ich auch gar nicht, wo und was und viele tausende Updates sind bis dahin schon passiert. Nee. Vielleicht beim nächsten Mal. Deus Ex müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Vielleicht auch später nochmal. Wir müssen Progress machen. In ein paar Wochen kommt Starfield. Dann habe ich keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Und ich will nicht, dass Deus Ex ein gutes Beispiel ist, welches ständig da irgendwo im Hintergrund rumfährt und nie vollendet gebracht wird. Jetzt haben wir mit Deus Ex angefangen. Jetzt bringen wir das auch hinter uns und natürlich stürzt es wieder ab. War klar. Immer mal wieder. Und Deus Ex kann echt gut werden.
Ich glaube, das hat gerade bei mir so ein bisschen Startschwierigkeiten. Ach ja. Ach ja, die. Ein paar kleine Startschwierigkeiten, dass die Motivation irgendwie jetzt nicht oder hat sich in Grenzen hält. Toll. Na gut. What's the hops, bro? Gehen wir nur kurz rein, geben die Videokassette ab und dann wieder raus. Ja, ich dachte gerade schon wieder. Zweimal hintereinander abgestürzt. Kann ja nicht sein. Uiuiui. Ist das auch das Richtige? Ja. Gut. Hier haben wir alles erledigt. Auf der Karte. Ach, dass Giovanni anwesend ist. Das Falsche wäre ungünstig. Holla. Das Falsche war's. Ich hab den Faden verloren. Ach, die falsche Videokassette, meinst du? Ja, deswegen habe ich nochmal nachgeguckt. Hattest du so ein Gefühl irgendwie, dass ich die Kassetten vielleicht vertauscht hätte? Wir brauchen ein bisschen Blut, glaube ich. Das falsche Tape. Ja. Wir brauchen ein bisschen Blut. Der kommt gerade richtig. Reichen auf jeden Fall. Und nam. Der Zuhälter schnappt sich seine Beute. Noch ein bisschen könnten wir naschen, bevor wir jetzt dann zu Giovannis Anwesen gehen. Die Süße wäre, glaube ich, auch frei. Könnte man nicht schaffen. Gut. Sie ist high, ich bin high, alle sind zufrieden. Und jetzt auf zu Giovannis Anwesen. Giovanni Stronghold. Okay. Wir nähern uns dem Ende, würde ich sagen. Hier war ich noch nicht. Definitiv war ich hier. Nein. Will man sowas in seinem Garten haben? Keine Beine, keine Arme. Kann man auch gleich weglassen. Gut, vielleicht war da mal mehr dran vor 100 Jahren. Die Restaurant. Ja gut, aber wer sich so eine Villa leisten kann, der kann sich auch eine Restauration leisten. Und hier? Hat wohl schon mal bessere Tage gesehen. Definitiv. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Ach, mein Geflüster sagt El Cabo. Mir noch gar nicht auf. Ich verstehe ständig, jedes Mal, wenn es kommt, seit Beginn an dieses Spiels, El Capone. Der Mafia-Boss-Dingens da. Was ist das? El Capone, El Capone. El Cabo. Wolf, was hat es mit El Cabo auf sich? Hast du da Hintergrundinformationen? Also das würde ich mir dann schon eher in meinen Garten stellen. Zwar auch keine Arme, kein Kopf, aber trotzdem prozentual mehr an Körper als bei der anderen Statue. Hier ist ein Gulli. Neben der Sitzmöglichkeit. Mega. Aber kann nicht rein. Also eigentlich nur Kulisse wahrscheinlich. Spontan nicht. El Cabo geschrieben, hab's nicht gesehen. Mit K statt mit C und zusammen. Die Melodie hat so Halloween-mäßig irgendwie was an sich. Oh,
Oh, bald ist Halloween, ich freue mich so sehr. Kraut, als was würdest du dich verkleiden? Genauso Wolf, als was würdest du dich verkleiden zu Halloween? Hübsche Dame? Ja, what is it? Betrunken? Versammeln sie sich hier die Giovanni? Giovanni, oh yeah, here's the place. I haven't met you before. You, boah, die ist sowas von drunk. Aus Fleisch und Blut. Hell of a family to be born into your boat. Uff, spontan keine Ahnung. Okay. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Frag mal Claire, ob sie was über El Cabo weiß in Bezug zu Vampire the Masquerade. Das kann gut möglich sein. Wieder als Cersei, wenn man mich zwingt. Hab kein anderes Kostüm. Wenn man dich zwingt. Warum zwingt man dich dazu? Entweder man geht zu Halloween oder man geht nicht zu Halloween. Da ist doch kein Zwang dran. Also ich würde mich nie zu sowas zwingen lassen. Ich habe viele Leute, die Fasching mögen. Ich bin halt kein Faschingstyp, wenn dann nur Halloween. Aber ich würde mich niemals zwingen lassen, zu Fasching zu gehen und mich zu verkleiden. Never. Habe ich einmal gemacht. Ist nicht meins. Und so gleichfalls kann ich es mir auch vorstellen, dass für manche Halloween halt nichts ist. Haben Sie eine Einladung dabei? Das Kostüm passt halt krass zu mir. Ja, wenn ich gerade an Cersei denke, das ist ja die von Game of Thrones, oder? Nicht, dass ich die mit den weißen langen Haaren. Wenn sie zu dir passt, dann habe ich so annähernd quasi schon eine Vorstellung. Na, wenn's kein Horror-Outfit sein soll, würde ich meine Rüstung auspacken. Ah, geil, Wolf und eine Rüstung. Das ist nice. Cersei? Begleitet von einem Ritter? Wäre das nicht eine Kombination? Aber nice, mit einer richtigen Rüstung. Geil. Und dann ein Bogen noch dazu. Oder ein Zweihänder. Wahrscheinlich an mein Jackett geheftet, wer als erstes drin ist. Ed Kraut, mein Schwert gehört euch. Ist eine Kombi. Toller Plan, doch wer sind Sie? Maria Rosalini. Vielleicht treffen wir uns eines Tages wieder, in einer dunklen Gasse zum Beispiel. Oder in einem Haus. Ich bin fort. Hat er gerade versucht zu flirten? Und sie? Yes, what is it? Diese Frau da ertrinkt gerade. She'll be fine after I get a pot of coffee in her. Ist sie ein wandernder Zirkus? Dunkler Wolf 1986 said, "What do you know about Talcabo?" I'm sorry, but I don't have any information about Alcabo. It's possible that you may have misspelled the word, or it could be a term that is not widely known. Could you please provide more context or detail so I can better understand what you're referring to? Okay, da hat ja der Kontext noch dazu gefehlt. Vampire ist wieder gestürzt. Ja, das Programm hat irgendwie gerade Adminrechte noch verlangt. Nach dem Command. Und immer wenn sowas kommt, wie nennt sich das? Ist es TOP? Quasi die Admin-Anfrage von Windows. Keine Ahnung. Und wenn das kommt, dann stürzt meistens immer das Spiel ab. Fokus allein ist nicht schuld dran. Gut, machen wir nochmal Highspeed reden. Aber ich sehe gerade den kompletten Text. Da spricht es von Pixie Queen. Könnte was mit den Wechselbelgern und Feen zu tun haben. Ja, sie sagt auch was mit Feen. Im Deutschen irgendwas mit Feen. Ja. Das Fleisch und Blut, das kann gut möglich sein. Oder Plan, wer sind Sie? Vielleicht treffen wir uns, bla bla bla. What is it? It is.
Are you family? Mit Fleisch then und Blut. I'll see you inside. Didn't forget your invitation, did you? Das kann gut möglich sein. They'll let you inside if you just explain your situation to the man at the front door. Toller Plan, doch wer sind Victor. Sie? Victor Rossellini. Vielleicht treffen wir uns ja eines... Oh Gott, das gleiche nochmal. Wenn wir uns aussuchen, wen wir nehmen, oder wie? Na, ich bevorzuge doch lieber das weibliche Geschlecht. Mhm. Noch ein Taxi, noch ein Audole. Haben wir hier noch mehr von den Rossellinis? Ah, der sieht ein bisschen verängstigt aus. Ah, das sind Security-Leute. Sieht man. Typisch an der Waffe. Das ist so mit meinem Lieblingslevel. Ach, das ist dein Lieblingslevel? Okay. Werde ich bestimmt gleich herausfinden, wieso. Es muss ja einen Grund haben, dass es dein Lieblingslevel ist. Also die Musik gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Oje, oje. Boah, in letzter Zeit bin ich so müde wieder. Aber wahrscheinlich irgendein Vitaminmangel. Schlaf habe ich ja eigentlich grundsätzlich genug. Also zumindest am Wochenende. Kann also nicht sein, dass ich trotzdem müde bin. Ein Goff. Noch ein Herr. Hier sind noch welche. Okay, mehr ist hier nicht. Okay, dann wollen wir mal. Oder sollen wir hier einen Cliffhanger machen? Wie viel haben wir denn? Wie viele Minuten? 40 Minuten! Ja, komm. Wir machen es spannend. Denn ich glaube, viel wird es hier nicht geben. Und wir hätten vor allem mehr Zeit dann bei der nächsten Folge. So, hier machen wir einen Abschluss. Gut. Vampire the Masquerade, Folge 28. Beenden wir hier vor dem Anwesen der Giovanni. Ich bin gespannt, ich fühle es richtig, dass wir dem Ende richtig nahe sind. Eine Familie voller komischen Menschen, betrunkener Menschen, Reichtümern und kaputter Statuen. Ich glaube, da steckt noch mehr. Und ich bin gespannt bei der nächsten Folge, ob wir da wirklich vor dem Ende stehen oder ob uns da wirklich noch was erwartet. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. In diesem Sinne, euer Inner Fox. Ciao. Ciao. Box out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.